In diesem Video geht es um das Zusammenspiel zwischen Blende, ISO und Belichtungszeit. Denn alle drei Werte spielen ineinander, alle drei Werte ändern also die Belichtung auf gleiche Weise und ihren Effekt auf ähnliche, alle haben ihre Daseinsberechtigung und man muss mit jeder arbeiten können. Zuerst einmal, jede Kamera arbeitet mit diesen drei Werten. Egal, ob das jetzt das Smartphone oder die Spiegelreflexkamera ist, alle Kameras arbeiten mit Blende, ISO, Zeit. Auf der Basis funktioniert das Ganze und alle Werte beeinflussen klar das Licht. Und zwar alle auf die exakt gleiche Art und Weise. Wir haben ja das gelernt, was jetzt Blendenschritte sind und sowohl ISO als auch Belichtungszeit als auch Blende ändern alle die Blendenwerte, also die Blendenschritte, die arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Deswegen sind die Zahlen teilweise auch etwas krumm und vielleicht nicht ganz so ersichtlich, warum die jetzt so entstanden sind. Wir wechseln von 2,2 auf 2,5 bei der Blende. Was ist mit denen zwischendrin? Das ist jetzt aber, was zu den Blendenschritten gehört. Jetzt geht es hier erstmal um das Zusammenspiel. Und das bedeutet, wenn ich einen Wert an der Kamera ändere, kann ich einen anderen in die entgegengesetzte Richtung verschieben, ohne dabei die Helligkeit vom Bild zu beeinflussen. Ein Beispiel. Sagen wir, ich habe eine Grundeinstellung in meiner Kamera. Und wir haben die Einstellung jetzt, wie einfach mal in diesem Beispiel hier auf meiner 5D Mark III, eine 125. Sekunde, Blende 4.5 und ISO 200. Jetzt ist eine Blende 4.5 doch schon recht geschlossen. Wir wollen einfach Unschärfe mit reinbekommen. Viel Unschärfe. Wir wissen allerdings, mit den Einstellungen ist das Bild korrekt belichtet. Haben wir jetzt einfach mal ausprobiert und es hat funktioniert. Und wir wollen die Werte jetzt ändern, ohne dass sich die Helligkeit vom Bild verändert. Entweder wir machen das mit einem Automatikmodus und die Kamera übernimmt das Rechnen für uns. Doch wenn wir verstehen wollen, wie das Ganze funktioniert, müssen wir es im Manuellen einstellen. Und im Manuellen sagen wir einfach, wir drehen die Blende in den helleren Bereich. Also wir öffnen sie. Wir können uns die Schritte ja im Endeffekt merken. Ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, bin schon auf Blende 2,5, habe das Bild also deutlich heller gemacht, fast doppelt so hell, wie es vorher war. Und das Ganze müssen wir jetzt mit einem anderen Wert ausgleichen. Das können wir entweder mit dem ISO-Wert machen, von 200 bis 100 ist vielleicht ein klein bisschen Spielraum, aber das funktioniert auch mit der Belichtungszeit. Und zwar muss das Bild dunkler werden. Wir haben die Blende geöffnet, das Bild wird theoretisch heller, also muss ein anderer Wert mehr in den dunkleren Bereich gestellt werden. Und hierfür drehe ich jetzt einfach mal die Belichtungszeit, genau diese 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind auf einer 400. Sekunde und das Bild ist jetzt genauso hell wie vorher, aber wir haben eine deutlich offenere Blende und dadurch einen viel unschärferen Hintergrund. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, mit diesen Werten zurechtzukommen. Es ist eher eine Übungssache und man muss halt herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Okay, wir haben jetzt viele Werte kennengelernt. Blende, ISO, Belichtungszeit und was sie alles machen. Die Frage ist jetzt, wann wenden wir was an? Ich hatte es ja schon angesprochen, offene Blende macht einen unscharfen Hintergrund. Das heißt, wenn wir mit dieser Unschärfe spielen wollen und den Schärfebereich eben so als gestalterischen Look einsetzen möchten, müssen wir auch mit einer offenen Blende fotografieren. Also Blende auf. Blende öffnen, soweit wie es eben geht. Am besten auch mit einer Festbrennweite fotografieren, weil die Blende sich hier deutlich weiter öffnen lässt. Aber dazu komme ich später auch nochmal. Das ist der Punkt, der für Unschärfe im Bild sorgt. Haben wir beispielsweise wenig Licht zur Verfügung und die Belichtungszeit und die Blende sind schon auf ihrem Minimum eingestellt, dann haben wir noch die Möglichkeit, den ISO-Wert zu erhöhen. Alles spielt so ineinander hinein. Gleiches Thema natürlich auch bei der Belichtungszeit. Möchten wir ein schnelles Motiv fotografieren, müssen wir den Fokus eher auf die Belichtungszeit legen. Also es kommt so ein bisschen auf das Motiv an, welcher Wert in dem Moment Priorität hat. Belichtungszeit eben bei schnellen Motiven, doch auch bei solchen Sachen müssen wir die Blende im Hinterkopf behalten. Das erkläre ich später bei der praktischen Lektion zum Thema schnelle Motive, denn wenn die Blende zu weit offen ist und der Schärfebereich zu klein, kann es sein, dass die Kamera mit dem Autofokus nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, wir brauchen sowohl eine schnelle Belichtungszeit als auch eine leicht geschlossene Blende. Wem das jetzt alles schon zu hoch ist, der kann es ja erstmal ausprobieren, indem er auf dem Automatikmodus fotografiert, beziehungsweise auf einem halbautomatischen Modus. Was das genau ist, das kommt in einer späteren Sektion.